habe ich hier den Ron Russell bei mir. Ron Russell ist der Inhaber von einem echten veganen Café. Und das ist sogar eins von den 10 besten Cafés oder Restaurants hier in Los Angeles, direkt in der Mitte von Hollywood, direkt neben den Universal Studios. Und er hat eine reiche Erfahrung über veganes Essen. Seit er ein Kind ist, ist er vegan, auch die andere Eigentümerin hier. Und ja, ich werde Ron ein paar Sachen fragen und hoffe, dass es für euch interessant ist. Ja, hi Ron, I just introduced you. And very happy that you take the time to spend, make a video with us. First, I would like to know, since when are you having this restaurant? We started 9 years ago in a much smaller location. We only had 20 seats to start with, and then we expanded that restaurant to 34 seats, and then we moved down the block, and now we have 120 seats. Wow. Yeah, so we've been here at 5 years in this location at 5 years. Ron sagt gerade, dass er mit 20 Sitzen angefangen hat, mit 20 Plätzen, und jetzt haben sie 120, 120, was right? Right now. Yeah. So, and it's a very, very nice cafe hier. Es ist ein sehr schönes Café hier, sehr schöne Atmosphäre, und ich werde auch nochmal verlinken auf die Webseite von dem Sun Café. Da werdet ihr dann hinterher in den Kommentaren was finden. Ja. Ron, how did you have the idea to start a vegan cafe? That must have been quite unusual. Also, wieso hat er ein veganes Café eröffnet? Well, I've been veg for most of my life, and we actually didn't start to have a cafe. We actually had food that we sold to markets at the start, and then we had all this traffic going by. We thought, oh, we should start a little cafe, and the cafe grew very quickly. Also Ron ist schon seit Kindheit Veganer, und er hat damit angefangen, eigentlich veganes Essen zu verkaufen an Märkte, und hatte dann erst die Idee, überhaupt ein Café-Restaurant zu eröffnen. So, have you been a farmer before? Have I what? A farmer? No, no farming. I was a chef in college. I was a chef earning my way through school. When I became a veg and started, I gave up all meat. One night I was just cooking a bunch of meat, and the blood was pouring out, and I just thought, no, I don't think I'm going to eat this anymore. And I've never eaten it once since that night. Oh wow, it was your own decision, not from your parents. Oh no. No. Also Ron sagt, nein, er wäre kein Farmer gewesen, sondern er wäre ein Rohkost- oder ein Koch. Und er hatte eines Abends, als er jung war, in der Kochausbildung noch ein großes Stück Fleisch gehabt, und da wäre das Blut rausgetropft, und er hätte bis dann entschlossen, das nicht mehr essen zu wollen. Und das ist, wie Ron ein Veganer geworden ist. That's how you became a vegan. Yeah. Ja. Would you let us know a bit about this restaurant? What, for example, your best products are, or what is interesting at the moment? Sure. Well, we our most popular dishes are our nachos, our mac and cheese, our lasagna. Kind of the hearty, you know, comfort food kind of things. Yeah. And but we always have 4 new specials every month, so there's always something new. All right. That's probably seasonal. Yeah, seasonal. Yeah. We both have a seasonal menu, and the specials change every month, so there's always constant change on the menu. Yeah. Yeah. I mean, the favorites are there, but the you know, lots of new stuff always. Yeah. Also Ron sagt, sie haben eine feste Karte mit so den typischen Sachen, die sehr gerne gegessen werden, Macaroni Cheese und Burgers und Tacos, no, Nachos. 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 Und sie haben auch jahreszeitlich wechselnd, und Lasagne, it's probably something very good. Und dass dann jeden Monat wieder neue Gerichte dazukommen, natürlich auch saisonal, denn das ist ja für uns Rohkostveganer auch immer ganz spannend, regional und auch saisonal essen zu können. Und das wird hier eben auch gemacht. Could you let us know about trends? Is there any special trends which you can see? Because of course you know what people order, was es für Trends gibt gerade. Trends. Well, just veganism in general is certainly a major trend. You know, for many years I saw almost no growth in veganism, and now, just year to year, I see massive growth. Yeah. Like there's a festival that started off 4 years ago with almost no one,
And now it gets over 50,000 people. It's your vegan street fair here in Los Angeles, and it's like amazing to see, you know, just so many people. Yeah. And as far as food trends, maybe I can translate this first. Oh, sure. Ron sagt, dass es schon Trends gibt, aber vor allem sieht er, dass der Veganismus jetzt überhaupt sehr zugenommen hat. Die ersten Jahre, die er das Sun Café hatte, war keine Zunahme zu verzeichnen, keine große bemerkenswerte. Und plötzlich merkt er, dass viel mehr Leute kommen und es gibt hier eine Vegan Street Fair, das ist so eine Art Markt, wo vegane Produkte vorgestellt werden, und sonst waren das immer einzelne Menschen, die da waren, und plötzlich sind das 50.000 Menschen, die sich interessieren und dahin kommen. Und das ist also wirklich, wie glaube ich auch in Deutschland, ein Riesentrend, gerade bei den jungen Leuten, bei uns, und ich vermute, maybe even with older people in Germany, it's just the young people going vegan, or mostly young people. Das ist einer der Trends, den er sieht. And any other trends? Food trends, I'm not sure. For one thing, we definitely have some high-end vegan restaurants now, where, you know, before it was just kind of hippie places, you know, like just real basic food. Now, you know, we're one of the ones that tries to do really fancy high-end cuisine. So I do definitely see that as a trend. Kind of every nationality of food gets made into vegan now. There's vegan Mexican restaurants, there's vegan Italian restaurants, vegan Ethiopian restaurants, vegan Cajun restaurants, which we didn't have before, as well as vegan Thai restaurants and vegan Chinese restaurants, and so on. So like almost every national cuisine of food is being made into a vegan option now. Wow, that's nice. Also, Ron sieht einmal den Trend, dass es eine High-End vegane Küche gibt, wie ja dieses Restaurant sicherlich auch dazugehört, als eins der 10 besten in Los Angeles. Und der andere Trend ist, dass jetzt die nationalen Küchen auch gerne übersetzt und übernommen werden in die vegane Küche. Denn in den meisten Ländern wird ja gekocht und auch noch mit tierischen Produkten gekocht. Und das wird jetzt ganz viel übernommen und quasi übersetzt in vegan und Rohkost vegan. Das ist sicherlich auch einer der Trends, der uns interessieren könnte in Deutschland. Maybe you would like to share one of your favorite recipes with us, ein Lieblingsrezept? So, Maybe you would let us know about what you eat. I don't know. Sure. Ich mache den Film einfach ein bisschen länger und ich hoffe, dass es trotzdem weiter interessant bleibt. So, I am a big believer that it's important for your health to eat lots of leafy green vegetables like kale and chard and spinach and so on. So I try and do a big green smoothie every day. I try and do a big salad every day. Find other ways to get greens into my diet. I do cooked greens as well. My idea of cooking greens is cooking them for 30 seconds to 2 minutes, you know. People overcook greens like crazy. As far as favorite recipe, trying to think of a quick, easy one I can give you. Als ich reinkam, hat Ron noch gefrühstückt und das war ein großer grüner Salat. So he likes salad. Let's see. I try and make my recipes, I do a weekly cooking class, and I try and make my recipes very simple, so people don't have to spend hours in the kitchen. So I'm big on making quick, simple recipes. Like, one of my favorite quick recipes is Italian creamy spinach soup, and it's basically avocado, spinach, big hunk of spinach, and then seasoning, nutritional yeast, Italian seasoning, a little bit of salt, and fresh basil. And it's very simple, but lots of flavor. Also Ron ist ein großer Anhänger der grünen Zutaten. Er isst jeden Morgen einen grünen Smoothie und er isst auch jeden Tag einen Salat mit grünen Blättern, also viel Grünkohl und Spinat. Und
Er gibt jede Woche auch Kochkurse oder also er isst viel roh, er isst nicht alles roh, aber viel roh. Und er gibt jede Woche Kochkurse und in den Kochkursen konzentriert er sich auf schnelle Rezepte, die einfach zu machen sind. Und er kocht auch Grünes oder kocht allgemein Sachen nur sehr kurz. Im Grunde so ähnlich wie die Chinesen, die alles nur einmal aus, um Hitze sterilisieren. Und also er sagt 30 Sekunden bis maximal 2 Minuten werden die Sachen gekocht bei ihm. Und das sind so seine Spezialrezepte. Und eins seiner Lieblingsrezepte momentan ist die Suppe mit Spinat. Spinach Soup, it was? An Italian creamy spinach soup. Yeah. And then you just blend it in a blender. Yeah. That's all there is to it. Mm-hmm. So it's like 5 minutes to make it. But it's really, really tasty, super healthy for you. Yeah. Also in diese italienische Cremesuppe kommt ein Bund Spinat und eine Avocado und es kommt ein bisschen Salz rein und ansonsten viele, viele, viele Kräuter und dann wird es einmal gemixt und das ist schon alles. Das ist ja das Schöne an der rohkostveganen Küche, es dauert nicht lange, man steht kaum in der Küche und kann gleich essen. Do you have nutritional yeast in Germany? Oh, yeah, we have. Okay. Das habe ich vergessen, genau, ganz wichtig, mag ich nämlich auch sehr gerne, die Hefe. Bei uns gibt es nur Hefeflocken, hier gibt es glaube ich auch Marmite und Vegemite you have, but in Germany we have only these flakes, which are dried yeast, which we have different flavors from different producers, but we don't have this creamy stuff. Well, yeah, I'm just talking about the flakes, just the yellow flakes, and they're so helpful in making a lot of the vegan cheeses too. Exactly, yeah, that's why I like them as well very much. Also, man sagt, dass die Hefeflocken verwendet, also nicht diese Hefeaufstriche, die es Marmite und so in England und Amerika und in anderen englischsprachigen Ländern gibt, sondern auch diese Hefeflocken, wie wir sie in Deutschland bekommen, und dass die eben auch toll sind, um vegane Käse zu machen. Und ich werde ein Rezept nochmal verlinken oder vor allem auch die Webseite, da sind sicherlich ganz viele Rezepte auch drauf vom San Café Organic hier in Hollywood. Ja, und ich hoffe, euch hat der Video gefallen und ihr schaut mal rein. Zum Schluss möchte ich einfach nochmal bemerken, wir haben uns eben schon unterhalten und Ron hat über einen neuen Film gesprochen. You have talked about a new film, den ich in Deutschland noch nicht gesehen habe. Der ist von demselben Produzenten wie die Cowspiracy, die wir ja kennen. Da ist eine Kuh in der Mitte und da geht es um Tierhaltung und die Vor- und Nachteile der Tierhaltung. Und dieser Film heißt What the Health, also was die Gesundheit oder über die Gesundheit. Also es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen und der Film scheint sehr gut angekommen zu sein. Und da möchte ich Ron jetzt nochmal nachfragen, weil das für euch, glaube ich, auch ganz interessant sein kann. Sorry, I've been talking a long time now. So I assume you have Netflix in Germany? Netflix, yes, we have that. What the Health is free on Netflix. Oh, really? Yeah. Oh. Eine wichtige Information, man kann diesen What the Health Film auf Netflix kostenlos sehen. And could you explain about the film, what it consists of? It's of the same regisseur, director, yes, as Cowspiracy. Mm-hmm. Cowspiracy was their first one, I believe, and that one was about the environmental impact of vegetarianism and veganism on the planet, and how a lot of the charities that are trying to help the environment don't promote veganism because it hurts the donations. And so What the Health talks to doctors and groups like the Heart Disease Foundation and ask them, well, why aren't you promoting a vegan diet? Because that's been proven to reverse heart disease. Mm-hmm. And so it's mm-hmm. basically confronting people that are blocking the progress of people getting healthy. Yeah. Ja, genau. Also der Film What the Health geht darum, dass er im zweiten Schritt, also nach Cowspiracy, wo gezeigt wurde, welche Nachteile alles die tierischen Produkte in der Ernährung haben, jetzt die Verantwortlichen, die uns informieren oder die zum Teil eben auch im Wege stehen oder nicht über Veganismus reden, die werden konfrontiert und mit denen wird gesprochen, wieso gibt ihr das nicht weiter? Es ist doch alles wissenschaftlich bewiesen und aufgezeichnet und wir wissen es doch, wieso promotet ihr es nicht? Und darum geht es in What the Health. Ich denke, das ist ein sehr, sehr spannender Film. Und außerdem
Deswegen habe ich noch über einen Autor gelernt, den ich persönlich noch nicht kannte, der in Deutschland noch nicht so bekannt ist, den Dr. Mike Gregor. Der hat auch eine Webseite, die heißt nutritionfacts.org, also nutritionfacts.org. Und der hat sehr viele Bücher geschrieben. Das ist ein Arzt, der sich nur mit Ernährung beschäftigt hat. Und er hat wohl auch sehr viele Videos online gestellt, da wollte ich auch gerne nochmal darauf hinweisen. Das ist your favorite author, yes. Dr. Mike Gregor. Yes. Und I just wanted to mention him because I think... It's a great resource. Ja, genau. Man ist ja immer auf der Suche, oder ich bin immer auf der Suche, nehme an, ihr seid es genauso, auf der Suche nach Büchern, die uns weiterbringen und wo wir wirklich auch Informationen rausziehen können. Nicht alles interessiert jeden, aber es ist immer schön zu lesen, dass es wissenschaftliche Studien gibt und nicht nur Meinungsbekundungen die Basis unserer Ernährungsentscheidungen bilden. Und deswegen wollte ich da noch mal gerne darauf hinweisen. Yes. And then I wanted to mention that you very often have guests who are very popular here in Hollywood. Also es ist ja hier in Hollywood das Hunger Fake. We are like 5 kilometers away from 5 different of the biggest studios, Universal Studios and Warner Brothers and Disney and so on. Mm-hmm. So we see a lot of stars come in, including one of our big regulars is Miley Cyrus. Mm-hmm. And it's funny because in LA, you know, maybe every once in a while somebody will ask her for an autograph, but Kip, who did What the Health Conspiracy, gets mobbed when he comes here. So it's funny. Yeah, also Ron sagt, dass hier doch sehr häufig Stars vorbeischauen und hier essen, weil das eben direkt neben den Studios liegt von Universal und anderen, die man hier auch besichtigen kann. Also deswegen, mein Mann und mein Sohn sind da unterwegs. Und dass es ganz spannend ist, Miley Cyrus ist natürlich sehr bekannt, sie kommt hier öfter die Woche hin, durchaus mehrere Male auch. Und dann kommt immer schon mal jemand und will so ein Selfie haben oder ein Autogramm von ihr. Und nachdem dieser Regisseur von What the Health und Cowspiracy hier war, da wurde der gleich umringt und es waren viel mehr Leute, die mit ihm ein Selfie wollten, als mit der Miley Cyrus. Und das hat mich auch sehr gefreut. That's really nice. That gives me hope. Es gibt mir Hoffnung, dass der Veganismus sich wirklich ausbreitet und die Beachtung findet, die ihn verdient. Der verdient. Ja. Very, very many thanks to you that Thank you took the time to for this interview, and I hope that you will be very, very lucky with your restaurant. I appreciate it. For the next 100 years. Yes, let's hope. Yeah. Thanks. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, eure Cordula. Bye. Ciao.